Das neue Update ist draußen mit den neuen Monstern, neue Scheinkämpfe und ein paar Quality of Life Dinger. Sind eigentlich ganz cool, by the way. Und antike Transrolle gibt's wieder. Also eigentlich schon cool. Ja, ist eigentlich, also das ist etwa. Vor allem, wenn man auch nur so nach bestimmten Monstern fischt. Ah, egal, ist heute nicht Sinn und Zweck. Und zwar, neue Monster sind heute schon da. Ich hätte mitgerechnet, dass es morgen kommt. Video wird heute wahrscheinlich noch kommen. Ach, guck mal, das ist sogar bekannt, weil sich gerade eben einer beschwert hat, warum er seine Giu nicht nutzen kann in der Weltarena. Ist aber bekannt. Okay, wir gehen das Update einmal ganz kurz durch. Die skippen wir kurz. Darum kümmern wir uns gleich. Natürlich, die Spezialbeschwörung ist wieder on point. Ansonsten Zwillingskämpfe. Das werde ich heute auch mit in diesem Video wahrscheinlich reinschneiden. Ja, also den Trainingsplatz wird es mit in diesem Video geben. Ansonsten, genau, man sieht jetzt hier, wer, wie, wo, was am häufig, also ob es geloost ist, das Team, das ist ganz nett, das interessiert kein Schwein, also mich nicht. Ansonsten, mit antiken Münzen kannst du jetzt Mystische holen, 45 antike Kristalle für 10 Mystische und Devilmons, was eigentlich echt cool ist. Also Devilmon ist stark. Ansonsten, das wurde ein bisschen runtergeschraubt, was auch gut ist. Ich warte immer noch auf eine Kritrate-Rune, kommt aber nicht. Aber okay, und das wurde auf 50... 50 Gratis-Aktualisierungen pro Woche nach dem Verbrauch der Gratis-Aktualisierungen sind bis zu 50 kostenpflichtige. Oh. Ah, okay. Auch nicht schlecht, wenn man Bock drauf hat. Ansonsten, genau, das Replay-Funktion. Die ist auch ganz cool. Einzelner Dungeon ist dabei jetzt. Die Dinger werden geändert, das ist egal. Genau, das gibt es irgendwie seit neuestem bei jeder neuen Monster-Beschwörung. Auch ganz okay. Ob sich das hier lohnt, ist so eine Sache, muss man mit sich selber ausmachen. Wenn man die Kristalle hat, sage ich mal, kann man machen. Ja, wenn man die Kristalle nicht hat, so wie ich zum Beispiel, oder sehr hart am Limit ist mit Kristallen, würde ich es weglassen. Bin ich Meinung. Das ist ja gratis und das da. Ja. Ich muss hin und her switchen hier, ne? Ja, okay. Wie heißt der? Caruel und Lanoa? Okay, 102 Base Speed, das ist schon ganz nett. Wir fangen mit dem ersten an. Von dem da? Dem da? Okay, der da. Erhöht die Angriffsleiste des verbündeten Ziels um 15%. Oh, Alter, wie viele Skill-Ups brauchen die denn? Oder teilen die sich die Skill-Ups? Scheiße, Alter. Horn der Ermutigung entfernt jeweils einen schädlichen Effekt von allen Verbündeten. Okay. Horn des Festivals verringert die Ablenkzeit der Verbündeten aller Fähigkeiten aller Verbündeten um jeweils eine Runde. Okay, ja, ist nett, würde ich sagen. Dann der andere, das ist jetzt der Dude da. Greift den Gegner an, um seine Angriffsleiste mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% um 30% zu verringern. Das ist ein Solo-Ding. Naja, okay. Mehrfachschuss greift das gegnerische Ziel an. Jeder Treffer erhöht mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% die Ablenkzeit der Fähigkeit um eine Runde. Okay. Okay, aber das ist bis zu dreimal. Ja, also drei Runden ist möglich. Das ist okay. Dann kontinuierlicher Schuss greift das gegnerische Ziel fünfmal an und fügt Schaden zu, der alle Schaden reduzierende und todesverhindernde Effekte ignoriert. Okay, sowas wie Endure und sowas. Auch nicht schlecht. Also das ist so ein bisschen mehr so, also ein Rückhaltmonster. Okay, macht aber anscheinend auch Schaden. Okay, interessant. Ich würde gerne mal kurz gucken, wie das aussieht. Wie das aussieht hier, wenn man mit denen kämpft hier. Okay, man greift. Ah, man muss eher. Ach so, okay. Oder, okay, man. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Okay, das ist interessante Mechanik. Aber jetzt interessiert mich die Ablenkzeit. Alter, okay, das ist schon cool. Die Ablenkzeit. Warte mal, ich mach mal das hier jetzt und das hier jetzt. Und so, hier müsst ihr jetzt auf S3 scannen. Okay, guck mal da. Die teilen sich nicht die Ablenkzeit. Ich kann jetzt so mal. Ah, okay. Kann man hier gar nicht sehen. Ha, ich Genius. Okay. Wasser. Ramael und Judia. Alter, diese Namen. Erhöht die Angriffsleiste. Okay. Verringert die Ablenkzeit der Fähigkeit des Verbündeten Ziels um eine Runde. Okay. Stellt die HP aller Verbündeten um jeweils 15% wieder her und erzeugt zwei Runden lang einen Schild, der 10% deiner HP beträgt. Boah, das ist nicht viel, aber... Oh, ein Speedlead. Die haben Speed... Oh, okay. Ein Speedlead ist not bad. Mal wieder ein Monster mit Speedlead.
Greift den Gegner an, um seinen Angriffsleiste mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% um 30% zu verringern. Okay. Greift alle Gegner an, um sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% für eine Runde zu betäuben. Okay. Und greift das gegnerische Ziel dreimal an. Jeder Treffer entfernt jeweils einen vollhaften Effekt und stört die HP-Erholung. Das ist nicht bad. Hä? Regeneration plus 20? Aber der heilt sich doch hier gar nicht. Hä? Okay, der hier in Level 4 Skill Up. Regeneration plus 20? Aber der heilt sich doch gar nicht. Okay. Speedlead ist nett. Ansonsten, das hier könnte interessant sein. Das ist ein Strip, ein Single Strip, dreimal halt. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und hat einen Stun. Also der hier hat einen Stun. Okay, ach so. Ach so, man, also doch, also teilen die sich doch die Uplink-Zeit. Weil das ist der Skiller. Ah, das ist für den hier. Also man muss auf jeden Fall die Skill-Ups nur einmal verteilen. Okay. Ist ja ein Monster. Okay, ergibt Sinn. Okay. Hab verstanden. Ist okay. Also mit Speedlead ist und so. Also hört sich bis jetzt hört sich besser an als der hier, muss ich sagen. Aktuell. Allein durch den Speedlead schon besser. Hat einen Heal, hat aber auch einen Strip. Das ist halt ein Rückhaltmonster, der finde ich interessant. Ja, okay. Ist nicht bad. Ja gut, den kennen wir schon, aber gehen wir nochmal ganz grob durch. Zadiel und Seria. Erhöht hier, ja, die Angriffsleiste, entfernt jeweils einen Verbündeten schädlichen Effekt. Okay. Erhöht für zwei Runden die Angriffsgeschwindigkeit aller Verbündeter. Ein Speedbuff, okay. Und der hier. Greift den Gegner an, das kennen wir. Greift alle Gegner an, um sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, okay. Und greift alle Gegner an, um alle vorteilhaften Effekte zu entfernen und verringert die Angriffsgeschwindigkeit für zwei Runden. Okay, das ist ein Stripper in... Ja gut, okay. Ist wie Leimer. Ja, wie kennen wir ja schon. Hat ein Death-Lead, by the way. Was hatte der? Ein Rest-Lead, okay. Passt wieder gar nicht, Alter. Der macht Schaden. Wie, warum? Was will der mit Rest? Aber okay. Hören sich bis jetzt alle gar nicht so kacke an. Das gefällt mir. Die hören sich alle nicht so scheiße an. Miruel und Gracia. Licht und Dunkel. Okay. Angriffsleiste verringert die Fähigkeit des Ziels für eine Runde. Erhöht für zwei Runden lang die Angriffskraft aller Verbündeten. Okay. Relativ simpel. Hat ein Crit-Lead. Mhm. Greift den Gegner an, um seine Angriffsleiste mit einer Wahrscheinlichkeit... Ja, kennen wir schon. Greift das gegnerische Ziel dreimal an. Jeder Treffer erhöht mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% die Angriffszahl. Ja, okay. Kennen wir auch schon. Ja. Und greift alle Gegner dreimal an. Jeder Treffer entfernt einen vorteilhaften Effekt und verringert die Angriffsleiste um 10%. Mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils... Okay, also ein Reduce von maximal 30% plus Strip, aber als AOE. Das ist nicht schlecht. Aber ist das ein LDNet 5 würdig, frage ich mich da so ein bisschen. Aber das ist nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir ganz gut. Es sind sehr simpel gestrickt, was die Fähigkeiten angeht. Und der Kritlaratenlied, den können die eher den hier geben, muss ich sagen. Aber egal. Ja, gefällt mir eigentlich auch gut, aber finde ich für LDNet 5 vielleicht ein bisschen schwach overall gesehen. Aber bemerkt immer, alles, was ich schlecht oder nicht so gut finde, ist am Ende das, was sehr stark ist. Ja, also, okay. Gehen wir auf Dunkel. Ja, Duell und Epia hat ein Attack-Lead, ja. Okay, die Angriffsleiste verbündeten Ziels entfernt jeweils einen schädlichen Effekt von allen Verbündeten. Okay, und füllt die Angriffsleiste des verbündeten Ziels auf. Oh, okay. So ein bisschen Rakuni, nur ohne Speedbuff. Ja, ist das schon wieder, ne? Ist schon wieder so ein Ding. Aber okay. Dann der hier. Das kennen wir. Greift alle Gegner an, um sie mit einer Wahrscheinlichkeit... Ja, okay, der Stun. Und greift alle Gegner zweimal an. Jeder Treffer verringert ihre Verteidigung mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% für drei Runden. Vier Runden Uplink-Zeit mit Skill-Ups. Das ist nicht schlecht. Ja, aber ist das wieder LDNet 5 würdig? Also das macht mehr oder weniger auch eine Ahnerwelt, denke ich mir. Ja, okay, Stun. Ja, hat auch eine Ahnerwell, mehr oder weniger auf dem ersten, wenn man Sleep als Stun sieht. Ich weiß halt nicht, ob das so LDNet 5 würdig ist, muss ich sagen. Ich meine, ja, die machen mehr, weil das halt zwei Monster sind irgendwie, ne? Hat einer hier nur Base Speed? Nein. Ist schwierig, muss ich sagen. Also, ich finde, es ist für. Also, die LDs jetzt hier, ne? Nur die LDs jetzt. Finde ich irgendwie relativ schwach für ein LDNet 5. Sie sind doch eine LDNet 5. Ja, sind sie. Und der auch, ne? Ja. Weiß ich nicht. Also ja, die haben halt 6 Skills so gesehen. Was halt... Aber wenn ich mir jetzt das hier angucke, das macht halt eine Ahnerwelt. Ne? Und das hier
Das war ein Rakuni. Das ist ein 3-Sterne-Free-to-Play-Monster. Und es ist dasselbe. Nur mit Speedbuff sogar noch. Und nicht mit mehr, nicht mal ansatzweise so eine hohe Ablenkzeit, glaube ich. Ne, also. Will man jetzt auch nicht so hart loben, muss ich an der Stelle sagen. Und das finde ich auch irgendwie. Erhöht die Angriffskraft. Macht auch einen Yogong. Ja, und okay, das ist nicht schlecht. Ne, das ist so ein Strip-in Reduce. Ich glaube, der hier profitiert ein bisschen mehr. Der ist schon ein bisschen cooler. So, oh, wir spielen sogar mit der Light. Okay, nice. Einmal ganz kurzer Reminder. Es ist dient zum Abgucken, das Ganze. Nicht zum Lernen. Ich werde nicht groß erklären, was ich mache. Sondern es geht mehr oder weniger nur darum, euch die Steps anzugucken. So, ich habe das mit dem Scheinkampf jetzt heute mal ein bisschen anders gemacht, versucht es ein bisschen langsamer, dass ihr vielleicht auch ein bisschen hinterherkommt, vielleicht ist das ein bisschen eher euer Ding, ich weiß es nicht. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, ich bin durch, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben bezüglich der Zwillingsengel. Ansonsten wünsche ich euch auch einen angenehmen Tag, haut rein,